Ja, Pierre, Litti. Er sagte gerade, abhaken, nach vorne gucken. Ja. Mund abwischen, weiter geht's. Ja, Litti, woran hat's gelegen? Bin ich im Trainingslager, ich war nervös gewesen, der Platz war schlecht. Es hat geregnet. Natürlich. Und Moritz, wie fühlst du dich? Gut. Glaube ich. Frag mal Altin, der organisiert eine Party, Sven legt auf. Ja. Ich tanze. Und Johanne tanzt. Und schickt die Bilder dann zu seiner Homepage. Genau. Und macht Bilder und schickt dann an Nilsinho, der das Ganze dann bei Instagram hochlädt. Also die Party kann starten, aber noch wird hier nicht getanzt. Es steht 52 zu 26 und jetzt geht's nochmal um alles, denn jetzt kommen alle acht nach vorne. Wir gehen jetzt in die ganz große Abschlussprüfung. Stellt euch bitte zu mir ans Pult. Wir rasen jetzt nochmal im Schnelldurchlauf durch die komplette Schulzeit. Von der 1. bis zur 12. Klasse haben wir Fragen mit Hilfe des Stark-Verlags zusammengestellt. Die sind dafür bekannt, dass sie Schulbücher machen und Lernhilfen machen. Deswegen ist das hier alles Schulstoff von der 1. bis zur 12. Klasse. Vielen Dank für die Unterstützung. Insgesamt 78 Punkte können jetzt noch erspielt werden. Jetzt entweder die große Aufholjagd und ein Last-Minute-Sieg oder die Wips bleiben vorne. Es geht um 20.000 Euro. Für eure Schule und ihr für eure alten Schulen. Wir fangen ganz vorne an. Erste Klasse, erste Frage. Die Schüler fangen an. Moritz, welches Tier ist fast blind und frisst Regenwürmer? Fledermaus. Maulwurf wäre richtig gewesen. Falsch. Litti, welcher Buchstabe sieht aus wie ein Kreis? Oh. Korrekt. Johanne, welche Ziffer muss an der einer Stelle stehen, damit eine Zahl ohne Rest durch 10 teilbar ist? Das ist eine gute Frage, das ist eine Mathefrage. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Die Null. Jasmin, aus welchem Gemüse kann man besonders gut Stempel zum Drucken herstellen? Kartoffeln. Korrekt. Ah, die Mama weiß das. Altin, aus wie vielen Linien bestehen Notenzeilen? 4. Falsch. 5 wäre richtig gewesen. Vincent. Hätte ich auch nicht gewusst. Hättest du auch nicht gewusst, als Musiker, natürlich. Vielleicht weißt du ja das hier. 3. Klasse, Sachunterricht. Welchen Vogel nennt man auch Schwarzdrossel? Die Amsel. Yes! Wow. Sven. An welchem Datum ist der Martinstag? 6. November. 11. November, falsch. Nicht vorsagen, wenn ich höre, dass jemand vorsagt, dann geht der Punkt sofort verloren. Tom, eine Pyramide mit quadratischer Grundfläche hat wie viele Seitenflächen? 3, 2, 5. Falsch, 4. Moritz, wir sind in der 5. Klasse. Welches Tier verbirgt sich in Fabeln hinter dem Namen Isegrim? Drei, zwei, eins. Der Wolf wäre es gewesen. Falsch. Litti, wie heißt der Renaissance-Künstler Dürer mit Vornamen? Albrecht. Albrecht Dürer ist richtig. Johanne, wie viele Millimeter sind 1,5 Zentimeter? 150. 15, falsch. Jasmin, wo im menschlichen Körper befinden sich Schneckengang und ovales Fenster? Sag noch mal, was? Wo im menschlichen Körper befinden sich Schneckengang und ovales Fenster? 3, 2, 1. Wo? Falsch, im Ohr. Im Ohr. Natürlich. Altin, ja. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Welcher Baum in seinem Garten stand? Was? Noch ganz in Ordnung. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Welcher Baum in seinem Garten stand? Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein in seinem Garten stand. Ein Birnenbaum. Ein Birnenbaum! Hättest du auch gewusst, ne? Scheiße, keine Ahnung.
Siebte Klasse Geschichte. Oh, verdammt. Wie hießen der Sage nach die Gründer Roms? Mann, ich hab doch hier Asterix und Obelix geschaut. Ja, drei. Eins. Römer. Römer. Ja. Ist falsch. Romulus und Remus. Scheiße. Die von einem Wolf großgezogen worden. Achte Klasse. Sven. Wofür steht in der Mathematik die Abkürzung GGT? GGT in der Mathematik. Weibrüch. Gegenteiler. Gegenteiler. Es wäre der größte gemeinsame Teiler. Falsch. Ihr seid 30 Punkte vor. Tom Beck schwitzt. Wir sind in der 8. Klasse. 8. Klasse. Das Wort und gehört zu welcher Wortart? Nicht vorsagen. 3, 2. Pronomen. Nee. Das klingt wie eine politische Bewegung. Wir sind Pronomen. Ja, das ist der, wer das, der, die, das ist ein Pronomen. Ne? Konjunktion, Bindewort, das wäre es gewesen. Natürlich. Falsch. Ach, das wusste ich ja. Moritz. Zu den 6 Gründungsstaaten der Europäischen Gemeinschaft gehören die Benelux-Staaten, die Bundesrepublik Deutschland, Italien und... Frankreich. Frankreich ist richtig. Litti, Pierre Littbarski. Aus welchen Atomen besteht Diamant? Kohlenstoff wäre es gewesen. 10. Klasse. Das in der Mathematik gängige Zeichen. Immer die Mathe fragen. Das in der Mathematik gängige Zeichen für unendlich ähnelt welcher Ziffer? Der 8. Korrekt! 63-52. Es ist langsam ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 10. Klasse Kunst. Wie heißt der expressionistische Künstler, der für seine blauen Pferde berühmt ist? Oh, das gibt's doch nicht. Nicht Yves Klein. Yves Klein ist falsch. Oh. Franz Marc wäre es gewesen. 11. Klasse Sport. Altin, wenn du das jetzt löst, gibt's einen Gleichstand. Was besteht aus Kollagenfasern und verbindet Muskeln und Knochen? Sehnen. Ja, keine Ahnung. Weißt du es nicht? Sehne. Ist richtig. Ja. Ist richtig. Ja. 11. Klasse. Das war so eine Antwort mit Fragezeichen dran. Ja. So Sehne? Aber richtig. Sehne ist richtig. 63-63. Scheiße. Ihr habt tatsächlich wieder aufgeholt. Wer hätte das gedacht? Danke. 11. Klasse Sozialkunde, Vincent Weiß. Welches Organ der Vereinten Nationen besteht aus 5 ständigen und 10 nicht ständigen Mitgliedern? Was? Welches Organ der Vereinten Nationen besteht aus 5 ständigen und 10 nicht ständigen Mitgliedern? 11. Klasse Sozialkunde. 3. Der Bundes. 2. 1. Ficken. Der Bundesfick ist falsch. Kann ich so nicht gelten lassen. Der Sicherheitsrat wäre es gewesen. 12. Klasse, Sven. Welcher Augsburger Dramatiker schrieb Der gute Mensch von Sezuan und Mutter Courage und ihre Kinder? Keine Ahnung, wirklich. Einfach irgendeinen Namen sagen, der irgendwann mal irgendein Buch geschrieben hat. Schiller! Ja. Falsch. Bertolt Brecht wäre es gewesen. Ja. Matchball, Tom Beck. Was? Wir sind in der 12. Klasse. Es steht 63-63. Es ist die letzte Frage. Oh Gott, nein, warum? Wirklich, ey. Mach mich fertig, ey. Ohne Scheiß. 12. Klasse, Alarm für Cobra 12. Warte. Ja. 12 mal 13 mal 2. Ja, 12 mal 13 mal 2. 312! Tom Beck, wie heißt der Künstler, dessen Kunstwerk in einem Museum versehentlich vom Hausmeister weggeputzt wurde?
weggeputzt. Ah, warte. Boah. Picasso. Wie heißt der Künstler, dessen Kunstwerk in einem Museum versehentlich vom Hausmeister weggeputzt wurde? Tom Beck beantwortet die Kunstfrage der 12. Klasse mit Pablo Picasso. Ja. Und diese Antwort ist 12 Punkte wert und würde euch den Abend versüßen. Siegreich zu Ende gehen lassen. Ja, ja komm. Ist das Kunstwerk von Pablo Picasso weggeputzt worden? Falsch. Ach, echt? Ah. Oh. Es war Joseph Beuys. Ah. Und verehrtes Publikum hier im Publikum und auch zu Hause, das ist ein Gleichstand, den wir noch nie in der Geschichte dieser Show hatten. Es steht 63 zu 63. Wir hatten so viele Stichfragen heute. Es ging hin und her. Uns wurden Dinge vorgerechnet, von denen wir keine Ahnung haben. Es sind Dinge passiert. Weltmeister wurden besiegt. Polizisten wurden zu Helden. Ein Instagram-Star wurde geboren. Diesen Abend kann man nicht anders beenden als mit einem Unentschieden. Und deswegen teilen wir das Geld fair zwischen Promis und Kids. Es gibt 10.000 Euro für die Schulen der Kids und 10.000 Euro für die alten Schulen der WIPs und diese komplette Bibliothek des Stark Verlags für die Schulbibliothek. Das gibt's für euch. Das ist euer Gewinn. Hier oben drauf noch. Ein Riesenapplaus für die Europaschule Bornheim. Und für unsere WIPs. Schöner kann man es nicht machen, oder? Ein Unentschieden. Schöner, das schönste Unentschieden, was man sich wünschen kann. Wenn ihr zu Hause das Ganze mal nachspielen wollt, das gibt's bei uns auf der Facebook-Seite und bei sat1.de. Wir sehen uns in 7 Tagen, 20.15 Uhr wieder, genau hier zur nächsten Unterrichtsstunde. Und jetzt viel Spaß mit Faisal Kabusi. Bis zum nächsten Mal. Der Letzte stellt die Schüler hoch. Ne? Tschö.